Dieses Mal freut es mich sehr, einen jung gebliebenen alten Bekannten begrüßen zu dürfen. Marco Fetz ist nämlich wieder mal hier unter uns. Er ist einer der Gründungsväter, kann man sagen, von dieser Beschaffungskonferenz, wenn es dann funktioniert mit den Folien. Und mich freut es sehr, dass du heute da bist. Du hast sehr viel Inhalt. Neben der ganzen Show, die wir jetzt gleich sehen werden, bist du nämlich ein langjähriger beschaffungserfahrener Spezialist. Du hast dich nämlich schon vor Jahren mit beim Bundesamt für Bau und Logistik als Vizedirektor und unter anderem warst du zuständig für die IT-Beschaffungen, hast du dich befasst mit dem Thema und bist heute bei der SBB, dort für große Bauprojekte, 1,2 Milliarden Franken habe ich gesehen, kannst du da verteilen jedes Jahr. Und das ist natürlich super, weil wir sind ja alle interessiert am großen Business und das ist natürlich schön, vielleicht nicht die Bauprojekte, aber immerhin sonstige Überlegungen von dir zu hören. Vielen Dank, dass du da bist. Ich hoffe, alles geht und sonst bin ich da. Genau. Dankeschön. Gut. Ja, mein Name ist Marco Fetz und ich bin leicht nervös. Und zwar aus zwei Gründen. Der erste Grund, ja, er hat es gesagt, ich war früher bei dem ersten Mal dabei, als wir diese IT-Konferenz ins Leben gerufen haben. Und was sehe ich jetzt? Ich sehe Full House, 400 Leute, das ist eine Institution geworden. Und es sind ganz, ganz viele Spezialisten im Raum. Das ist mal der erste Grund. Ja, der zweite Grund ist, wenn Sie wissen, dass Sie nach einem Politiker reden dürfen, ist es nicht immer so eine einfache Sache. Zum Glück ist er schon weg. Der Wirth, der Ständerat von St. Gallen, neu auch von Bern, er hat mir dann noch gesagt, ja, wir haben uns dann schon kennengelernt in der Finanzkommission, ob ich das noch wisse. Da habe ich gesagt, natürlich, ich wusste es nicht mehr. Aber das ist sehr spannend, ich komme sehr gerne zurück für diesen Vortrag. Sie merken schon, es wird ein umtriebiger Vortrag. Ja, ich arbeite bei der SBB, aber ich mache heute meine eigene Meinung. Also Sie können mich dann auch entsprechend abkanzeln, federn und teeren. Sie müssen einfach rechnen, dass wenn Sie nach Hause fahren mit dem Zug, dass Sie die Panoramastrecke nehmen und dass es heiß wird, weil ich die Heizung abschalten lasse. Das sind Risiken, die Sie eingehen müssen. Das Schöne ist, ich kann jetzt vor 400 Leuten sprechen und Sie dürfen mir mindestens während dem Vortrag nicht widersprechen. Ich weiß allerdings, dass das nicht so funktionieren wird, denn diese Situation habe ich nur zu Hause bei meiner Tochter und da funktioniert es auch nicht. Also schauen wir mal, was daraus wird. Gut, jetzt hat da dieses Gerät mit dem Fingerspitzengefühl. Mal schauen, ob ich das schaffe. Gut, wieso habe ich zugesagt? Ich habe zweimal gefragt, seid ihr sicher, dass ihr mich wollt? Und dann haben sie zweimal Ja gesagt und dann habe ich dann aber ganz schnell Ja gesagt, weil der Titel, der stimmt. Der Titel passt extrem. Und da wollte ich einfach dabei sein, wollte ich etwas sagen. Herr Wirth hat das schnell aus politischer Ebene gesehen, aus Gesetzesebene, hat gesagt, der Wandel, ja, der Kern bleibt gleich, wir haben auf die Nachhaltigkeit gesetzt. Ich mache das ein bisschen von der anderen Seite her. Und ich glaube wirklich, der Wandel ist da und für mich persönlich ist er grundlegend. Und das hat nichts damit zu tun, dass wir in Covid gemerkt haben, dass ich auch der Hinterste und Letzte gemerkt, mit IT geht viel. Ich kann von zu Hause arbeiten. Ein paar versuchen das jetzt zurückzudrehen, lassen wir das. Aber es ist nicht das. Und es ist auch nicht so, dass es daran liegt, dass die Beschaffungsstellen anfangen, digital zu beschaffen. Jagger, Ariba, sie werden sich daran gewöhnen müssen. Es ist nicht das. Es ist etwas ganz anderes. Es ist nämlich, dass wir ein Umfeld haben, wo wir Lieferengpässe haben. Ein Beispiel, die SBB hatte plötzlich keine Chips mehr für die Anzeigen. Das Ganze ist sehr viel volatiler geworden. Wir müssen schnell reagieren vom Einkauf. Es ist nicht mehr dasselbe Business. Und, um es ein bisschen zu pfeffern, hat man jetzt Kostendruck. Der Bund muss sparen, die SBB muss sparen und dann müssen alle sparen, weil die Nationalbank muss auch sparen. Also das Ganze ist drin und man muss schauen, dass man mit wenig Geld doch zu diesem Resultat kommt. Aber für mich der große Wechsel ist diese künstliche Intelligenz. Das ist für mich ein Game Changer. Ein Professor, der, sage jetzt den Namen nicht, sage auch nicht die Fachhochschule, weiß nicht von Bern, der hat gesagt, für ihn ist der Wechsel mit ChatGPT so groß wie der Wechsel, als das Internet kam. Da bekam ich Gänsehaut. Ich weiß nicht, ob es stimmt, aber ich glaube, es ist nicht eine normale, iterative Weiterentwicklung, die wir erleben. Es ist was Neues. Und die Frage von heute ist, ja, ist der Wandel da und gibt es dann was Neues? Und ich glaube, das ist eine Chance, wo wir mit Neuem vielleicht was machen können.
Klar, die öffentliche Hand will das nützen, will diese neuen Möglichkeiten nützen und dann muss sie aber ihre Daten, die Big Data, muss sie in die Cloud bringen, damit das überhaupt funktioniert. Wenn sie es aber in die Cloud bringen will, dann muss sie aufpassen auf die Sicherheit, less China. Aber damit sie das wieder kann, braucht sie Top-Experten und die gibt es im Moment nicht auf dem Markt oder ganz, ganz wenige. Sie gehören dazu. Und das wird nicht ganz einfach. Schließlich noch, die User sind sich gewöhnt. Ich habe da meine App und ich will, dass wir einfach haben und bitte mehr User-Freundlichkeit mit diesen ganzen IT-Dingen. Ziemlich, für mich, die Antwort ist, ja, der Wandel ist da. Und der Wandel ist für mich, aus meiner Sicht, grundlegend. Darum stellt sich die nächste Frage. Wenn er denn grundlegend ist, brauchen wir denn was Neues oder ist das bisherige gut genug? Und jetzt mache ich ganz kurz, einen Rückschritt und schaue mir das schnell an. Was ist eigentlich die Ausgangslage? Die Ausgangslage ist die öffentliche Hand. Wir geben nicht unser Geld aus. Wir geben ihr Geld aus. Und das war der Grund damals, dass man gesagt hat, man muss Korruptionsprävention machen und man sollte vielleicht Wettbewerb fördern, damit da bessere Konditionen reinkommen. Das war damals, als das internationale Gremium das gemacht hat, wollte sie die Grenzen noch aufmachen zwischen den Ländern. Das war die damalige Idee. Dann hat man was ganz, ganz Gutes gemacht. Man hat gesagt, ja, wenn man die Korruption verhindern will, nimmt man Transparenz. Wenn man guten Wettbewerb will, dann nimmt man die Gleichbehandlung. Top Ansatz. Jetzt, wie machen das die Juristen? Die Juristen, wenn sie etwas schützen wollen, vor allem im Verwaltungsrecht, brauchen sie etwas, was man nachher im Gerichtsprozess auch etwas anhängen kann. Also sie brauchen eine Verfügung. Also sie haben aus diesen Verfahren haben sie Verfügungen gemacht, sie haben Verfahren kreiert, Verfügungen gemacht. Sie können sich so vorstellen wie ein Kleiderhenkel. Das Spezielle hier ist immerhin, das hat sich dann entwickelt, dass man sagt, wenn man mit einem Schritt nicht einverstanden ist, muss man es sofort melden. Also wenn etwas in der Ausschreibung steht, muss man sofort sagen, sonst, wenn es dann einigermaßen erkennbar war, und sonst ist es dann zu spät. Das ist eine Besonderheit. Und jetzt, der nächste Schritt kam, ja, nicht nur das, sondern wir müssen auch gewisse Mindestvorgaben geben für diese einzelnen Schritte. Und darum haben sie Zuschlagskriterien, die man benennt, beispielhaft. Also sie haben Fragen über Gewichtung und Rangfolge und Mindestgewichtung vom Preis. Sie haben Fristen, Minimalfristen. Sie haben Verlängerung, Verkürzung. All diese Dinge sind dann reingekommen. Das Ding wurde immer größer und größer. Schließlich hat man noch die Verhandlungen ein bisschen geregelt. Preisabgebote geht nicht mehr. Also man greift rein, um es dann aufzuhängen, dass man sehen kann, ob wirklich gleich behandelt wurde. Ganz ein normaler Prozess in der Gesetzgebung. Schließlich sagt man dann noch Ausschluss. Im neuen Gesetz hat es was zu einem Lieferanten, der nicht gut performt. Merken sich den, ich glaube 41. Das ist der einzige, den ich auswendig kenne. Gut. Jetzt die Frage, hat denn diese Revision, hat die eigentlich Erfolg gebracht? Ich sage ja. Weil das Ziel war, mal die Dinge anzugleichen zwischen Kanton Bern und Kanton St. Gallen und der Eidgenossenschaft. Das haben sie geschafft. Der Erste, der das mal versucht hat, war Projektleiter Marco Fetz, vor einigen Jahren klaglos gescheitert an den Kantonen. Es war 25-1, danke für mal Bern, immer noch sympathisch. Und die haben es geschafft. Die haben aufgehört, wir machen das Gleiche zweimal jeder für sich. Wer hätte das gedacht? Hat funktioniert. Ich glaube, es ist ein Erfolg. Der Fokus auf die Nachhaltigkeit wurde gesetzt. Ich glaube, hat auch funktioniert. Ich habe dann den Marc Steiner gesagt, der war vor vielen Jahren, hat er angefangen. Ich wurde vom Saulus zum Paulus, dank ihm. Ich glaube wirklich, die Nachhaltigkeit ist wichtig für unsere nächste Generation. Das mache ich auch aus Inbrunst und wir werden heute im Tag noch ganz viel dazu hören, wie man das konkreter macht. Aber hat sie ansonsten diesen neuen Herausforderungen, die ich vorhin erklärt habe, hat sie uns da was mitgegeben, diese Revision? Und jetzt komme ich, jetzt werde ich ein bisschen kritischer. Hat es uns diese elendlangen Verfahren verkürzt? Sei es das Beschaffungsverfahren oder, sorry Marc, das Rekursverfahren? Es ist immer noch lang. Es ist verdammt lang. Hat es vereinfacht? Na, bin nicht so sicher. Die Angst, die bleibt, haben wir gehört von Herrn Wirth. Ich glaube, ja, die ist immer noch da. Also wenn es irgendwelche Vorgesetzten gibt, die sie messen an der Anzahl Rekursen, dann müssen sie die in die Wüste schicken. Aber es gibt sie noch. Und dieses Verbot von Abgebundsrunden, ich bin nicht ganz sicher, ob das ein Segen ist. Also Fazit, Revision, deine Ziele erreicht, aber ich glaube, es gibt noch einiges, das wir zu tun hätten. Und das Gute ist, das Gesetz lässt Ihnen viel ermessen. Es lässt Ihnen Freiraum. Es ist nur ein Rahmen. Und da gebe ich Herrn Wirth recht, wenn ich denn das darf. Den müssen Sie nützen.
Und wie nutzen wir denn heute? Was glaube ich, dass Sie tun? Das können wir dann widersprechen. Aber erst morgen. Ich glaube, Sie machen es mit Rahmenverträgen. Um schneller zu werden, machen Sie Rahmenverträge, holen sich Ihre Hoflieferanten und da geht's zack, zack, zack. Dann wähle ich raus und vielleicht pfeffere ich es noch mit Mini-Tenders, dass ich dann doch noch ein bisschen Wettbewerb habe. Und wenn ich ganz neckisch bin, dann sage ich, lieber Lieferant, es gibt nicht mal eine Mindestabnahmemenge. So bin ich frei. Ein Kenner zwinkert zu, also ich bin nicht ganz falsch. Dann fängt man an, das neue Modell der Dialoge zu verwenden. Nur das Ding ist, so wie es heute gemacht wird, aufwendig. Da wird alles protokolliert mit 2, 3 über wahnsinnig viele Schritte. Weil es muss nachvollziehbar sein, wenn man mal vor Gericht geht. Und da kann man aber immerhin irgendwie versteckt über den Preis diskutieren, hat man das andere Problem gelöst. Oder wir nehmen jetzt erste Ansätze in Umwelt- und Sozialstandards. Da greife ich jetzt nicht vor, da hören wir heute Nachmittag viel profundere Kenner als ich. Da versuchen wir uns mal anzubischen, aber es ist nicht so einfach. Ich habe ein Beispiel gehört für Kopfhörer, Reparaturfähigkeit von diesen Muscheln. Das Zeug kostet ja nichts, jetzt will man das noch. Also ist nicht ganz so einfach, wie ich diese Nachhaltigkeit reinbringe. Und natürlich, wir fangen an, den Beschaffungsprozess zu digitalisieren. Stellen Sie sich mal vor, die SBB hat rausgeschickt an alle ihre Lieferanten. Wir fangen jetzt an mit Ariba. Ich habe etwa 15 Mails bekommen. Ist das jetzt ein Spam? Ist das irgendein... Genau, aber wir fangen an. Ja, die anderen werden auch kommen, also sind schon weiter. Das läuft. Das ist, was heute läuft. Dann habe ich mich gefragt, reicht das? Nutzen wir mit dem wirklich alle Chancen und kommen wir diesen Herausforderungen gegen, die sich uns im Moment stellen? Und ich habe jetzt ein paar Ideen. Und ja, das sind meine Ideen, vielleicht sagen Sie es total neben. Ich glaube, bis anhin galt das Credo, es wird gebündelt, dann habe ich bessere Preise. Ich glaube, dieses Credo wird weichen. Weil Sie haben die Instabilität der Lieferkette nicht mehr. Sie brauchen mehrere, um es stabil zu machen, wenn einer ausfällt. Ich glaube, dieses Credo wird weggehen. Sicherheit. Ich glaube, es wird sich bewegen Richtung Nearshoring, weil wenn es zu weit weg ist, habe ich es nicht mehr im Griff. Wenn ich aber auf Nearshoring suche, dann ist der Markt langsam abgegraben und es hat das Risiko, dass es verteuert. Kostendruck. Ja, was könnte die öffentliche Hand machen? Wir könnten Design to Cost. Kostendach. Und dann hinzufügen, ja, wenn du dann noch hinbringst, dass es günstiger wird. Und jetzt rede ich nach dem Zuschlag. Bonus-Malus-System. Wenn du mit cleveren Lösungen, lieber Lieferant, hinbringst, dass es günstiger wird, aber immer noch gut ist, dann teilen wir uns doch die Differenz. Das sind Dinge, die angedacht werden. Wir haben solche Bonus-Malus-Systeme, die wir anfangen einzuführen. Wahnsinnig schwierig, vor allem wenn es um den Malus geht. Wird noch spannend, auch um den Bonus. Wenn man sagen muss, man zahlt mehr in einer Zeit, wo die öffentliche Hand kein Geld hat. Nicht ganz ohne. Fachkräftemangel. Ich habe ein Beispiel gehört, ohne Namensnennung. Der hat mir Folgendes erzählt, das fand ich extrem innovativ. Der hat gesagt, unsere IT-Lieferanten, die haben ihre Projektleiter. Das sind nicht viele, die gut sind. Und es kann mal sein, dass Sie als Projektleiter vielleicht mit einem Auftraggeber, dass es nicht funktioniert, kann ich mir fast nicht vorstellen, aber nehmen wir mal an, und dann sagt, nimmt er Sie raus. Nimmt Ihr Arbeitgeber Sie raus aus dem Projekt, ruft die SBB an und sagt, hey, ich habe da einen. Hat nicht funktioniert, ist ein Topcrack. Willst du ihn? Und den nehmen wir sofort. Fragen Sie nicht, wie das beschaffungsrechtlich geht. Aber das sind Ansätze, die sich langsam durchziehen. Weil es hat sie nicht mehr auf dem Markt. Okay? Dann Qualitätswettbewerb. Wie kommen wir weg vom Preis zu einer messbaren Qualität? Erste Ansätze sind, wie Sie auch im Privaten machen, wenn Sie irgendwo einkaufen, überlegen Sie sich, war das gut? War der Handwerker gut? War der IT, die Software gut? Und wenn nicht, dann gehe ich da nicht mehr hin. Des Teufels im öffentlichen Beschaffungswesen. Nein, wir tun es, wir fangen an. Wir bewerten die Qualität im Nachgang und während der Ausführung und nehmen sie mit in den nächsten Auftrag. Also ganz einfach bei einem Einladungsverfahren, weil da wird es schwierig mit dem Rekurs. Und warum nicht als Kriterium in einer öffentlichen Vergabe? Bisherige Erfahrungen. 1000 Nachfolgefragen. Wie behandle ich den, der nie etwas für mich gemacht hat? Wer bewertet? Öffentliches Gehör, rechtliches Gehör, bla bla bla. Tun, versuchen, ausprobieren. Das ist dann Qualität. Mindestens erfahrene Qualität. Nachhaltigkeit.
was auch immer man tut, man braucht ein zentrales Datenmanagement. Und das wird jetzt aufgebaut, ist nicht ganz einfach, aber man braucht die Daten, damit das funktioniert. Wie gesagt, ich gehe nicht zu tief rein, weil ich will den Folgereferenten da nicht das Wasser abgraben. Und schließlich haben wir noch die Thematik des Allianzmodells, wo genannt wurde, dass tatsächlich ein Modell, das im Moment im Bau am Laufen ist, und das sieht wie folgt aus. Wir setzen uns gemeinsam in ein Boot und machen das gemeinsam von Beginn bis Ende. Ertrag oder Verlust wird miteinander getragen, Lieferant und öffentliche Vergabestelle. Und da sind jetzt erste Modelle da, die haben die Verträge schon gemacht, die man anwenden kann, und versuchen auch so, dass man gemeinsam von Beginn weg diesen Weg macht. Die Frage auch hier, 1000 Folgefragen, wie wähle ich den aus, dass es immer noch konform ist? Okay, da macht man ein kurzes Fahren, sagt, ich wähle einen aus, der dann das mit mir machen wird, was auch immer das genau sein wird, das schauen wir dann gemeinsam. Das läuft. Die pushen das jetzt. Die SBB wird wahrscheinlich ein Modell mal versuchen. Natürlich auf einer Nebenstrecke. Irgendwo im Glarus oder so. Sonst wird das Risiko zu groß. Nein, Scherz beiseite. Also ich glaube, man muss offen sein und das mal anschauen. Und sich nicht zurückhalten lassen, dass es vergaberechtlich nicht gehen könnte. Also mein Fazit. Und da werde ich jetzt ein bisschen provokativ. Das war vielleicht auch ein Grund, warum man mich eingeladen hat. Ich glaube, wenn Sie in der öffentlichen Beschaffung auf Seite der Vergabestelle sind, sind Sie im Moment ziemlich gefordert. Aber es ist eine Chance. Entweder Sie sagen, ich mache es wie Bilanin, Gang wie Gang, wie man Bern sagt. Geht, kein Problem. Mit den bewussten Problemen, die Sie immer hatten, mit den bewussten Lösungen, wie Sie immer hatten, wie Sie immer damit umgeht, funktioniert. Mein Ansatz wäre anders. Ich glaube, das Beschaffungsrecht, das Alte und das Neue, gibt Ihnen Spielraum. Jetzt müssen Sie mal den nutzen. Jetzt überlegen Sie sich zu Beginn eigentlich, wie will ich vorgehen? Vergessen Sie, in der Vorbereitung haben wir mal geschaut, was ich da erzählen will. Da hat einer gesagt, aber du kannst sicher nicht sagen, man soll das Recht nicht beachten. Da habe ich gesagt, nein, du hast mich falsch verstanden. Ich sage, innerhalb des Spielraums des Rechts, den ihr habt, überlegt euch zu Beginn, was will ich eigentlich? Lasst es mal weg. Macht Design, wie ihr privat macht. Die SBB kauft Software ohne Unterstellung des öffentlichen Beschaffungsrechts und mit Unterstellung. Wo wir nicht unterstellt sind, wo wir keine öffentlichen Gelder brauchen, da sind wir frei. Und ich habe die gefragt, wie macht ihr das? Es ist nicht ganz viel Ansatz, aber doch zwei, drei Ansätze. Und diese Ansätze, haben wir gesagt, wieso können wir die nicht im öffentlichen Teil machen? Ja, das geht nicht wegen dem und dem. Sag ich, stopp. Ich glaube, das ist eine These, und bitte widersprechen Sie mir, Sie als Anbieter, sprechen die Anbieter an von IT, Ihnen ist es eigentlich egal, wie es funktioniert in der konkreten Beschaffung. Es muss schnell sein und es muss fair sein. Und wenn Ihnen die Vergabestelle zu Beginn des Verfahrens sagt, wir spielen jetzt Basketball auf dem Fußballplatz, so what? Ich muss es einfach wissen. Ich muss es wissen und es muss so durchgezogen werden. Da kann ich mich einstellen und dann mache ich meine Leute fit, Basketball auf dem Fußball zu spielen, auf dem Fußballfeld. Und das ist mein Ansatz. Schreiben Sie in die Ausschreibung rein, total detailliert, wie Sie vorgehen wollen. Und wenn dann jemand etwas will, dann kommt er und sagt, ich will nicht. Und es wird keiner kommen. Weil das Einzige, was Sie wollen, ist Transparenz, wie Sie vorgehen. Und wenn Sie dann noch was machen, wo noch schneller geht, und vielleicht mit Bonus-Malus spielt, dann sind die Lieferanten, meine These, sogar dann, der hat es endlich gecheckt. Oder die. Das ist mein Abschluss vom heutigen Vortrag. Ich hoffe, ich liege nicht total daneben und kann erst in 10 Jahren wiederkommen. Danke vielmals.